Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Techniktipp TV und unserer digitalen Welt. Heute mit einem Olympia-Spezial. Und an meiner Seite darf auf keinen Fall mein smarter Kollege Alexander Balmiert spielen. So ist es richtig. Wir haben natürlich heute sehr, sehr viel vor. Olympia-Spezial heißt es. Und da sage ich auch nochmal herzlich willkommen. Danke für die tolle Einleitung. Ja, und gerne. Das Schöne wird natürlich sein, bei Olympia-Spezial geht es nicht nur um die Olympiade an sich, sondern generell um den Sportsommer 2008. Und mit den Produkten aus dem Hause Technisat sorgen wir dafür, dass Sie das zu Hause verfolgen können und natürlich unterwegs. Und wenn Sie an beiden Stellen natürlich schlecht Empfang haben sollten oder keine Zeit haben sollten, kann man das sogar noch aufzeichnen, Silke. Ja. Denn wir haben viele Produkte hier, die wir jetzt bei unserer digitalen Welt sozusagen vorstellen werden. Und wenn wir uns den Sportsommer 2008 noch mal schon mal Revue passieren lassen. Also, wir haben eine fantastische Europameisterschaft im Fußball gehabt. Oh ja. Die Tour de France war auch schon mit dabei. Ist nicht so meins, aber egal. Ne? Aber Olympiade steht jetzt vor der Tür. Oh, ja. Da ist es schon viel, viel Aufregung. Da geht es heiß her in Peking. Und vor allen Dingen, was noch mit dazukommen wird, ist natürlich auch die Bundesliga. Bei so viel Auswahl, wann bist du denn vor dem Fernseher? Da ich ja leidenschaftlicher Sport- und Fußballfan bin, schließlich habe ich früher auch mal selber gekickt, freue ich mich natürlich total auf die Bundesliga erstmal. Und bei der EM haben wir auch kräftige Partys gefeiert. Wir waren immer vorne mit am Ball, haben auch bei dem Spiel gegen die Türkei kräftig gefeiert und sind mit einem Autokorso gefahren. Die Polizei hat mich dann auch angehalten, aber egal. Ich grüße nochmal recht herzlich die Polizeiinspektion in Wittlich. Und ja, freue mich natürlich auch auf alle anderen Sportarten, die es da noch so gibt. Also Public Viewing war 2008 wieder in aller Munde sozusagen. Alle waren da, alle haben die Fußballspiele verfolgt. Wo hast du es verfolgt? In Dortmund natürlich, auf der großen Leinwand. Aber nicht nur da, auch gerne zu Hause natürlich auf meinem HD Vision. Denn ARD und ZDF haben die EM schon in 16:9 übertragen. Das heißt, alles formatfüllend auf dem HD Vision gesehen. Und vor allen Dingen, was ich toll fand, auch beim Public Viewing, die ganze Atmosphäre. Ja. Dann auch zu Hause mit den Jungs dann halt die Fußballspiele geschaut. Da ist wirklich viel passiert und diese großen Sportereignisse, ja, das darf man nicht verpassen. Da muss man den passenden Fernseher dafür haben. Und apropos Sportereignisse, welche Sportart interessiert dich denn am meisten? Oder wo bist du richtig firm drin? Also als erstes mal Basketball und Kickboxen. Kickboxen, haben Sie das mitbekommen? Silke macht Kickboxen. Also, ich halte mich zurück. Ja, wenn ich will, kann ich böse werden. Aber du bist ja immer ganz lieb zu mir, Alex, oder? Auf jeden Fall. Dann freue ich mich natürlich, dass unsere Basketballer in letzter Minute noch die Quali für Peking geschafft haben. Dirk Nowitzki, toi toi toi, ich bin ein großer Fan. Wir drücken die Daumen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und natürlich, was ich super gerne gucke, ist Beachvolleyball, weil, liebe Zuschauer, müssen Sie wissen, Techniktipp TV ist sportlich, wir spielen das immer mit unserem Team. Ich gehöre nicht, ich gebe es zu, ich gehöre nicht ganz zu den Besten, aber ich werde mir das jetzt ganz genau bei der Olympiade angucken und dann mache ich die Jungs nass. Das würde ich mir gerne anschauen, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Das gucken wir uns dann bestimmt in einer der nächsten Sendungen hier nochmal noch mal an, als Aufzeichnung. Was, wie ich spiele, oder? Auf jeden Fall, aber du bist sehr sportlich. Ich habe gerade gehört, Kickboxen, Basketball, Fußball, Volleyball, wow, kann ich da nur sagen. Und bei diesen ganzen Sportarten ist die Olympiade noch ein bisschen weiter vorn, denn da ist richtig was los dieses Jahr. Allein 2004 waren es nur 202 Nationen, die teilgenommen haben. Und dieses Jahr in 2008 erwarten uns sogar über 300 Wettbewerbe in über 28 Sportarten. Und es gibt auch viel Neues, ne? Du hast dich da das genau. sicherlich... Das ist, ich habe da schon mal nachgeschaut und mal nachgelesen. Es kommen neue Disziplinen mit dazu, denn bei über 300 Wettbewerben ist einiges Neues mit dabei. Zum Beispiel ist mit dabei ein 3000 Meter Hindernislauf für die Damen. Mhm. Und wo ich wirklich gesagt habe, wow, 10 Kilometer Schwimmen als Langstrecke für Damen und Herren natürlich. Und was ich richtig klasse finde, auch die BMX-Freunde kommen auf ihre Kosten. Es wird eine Crossjagd geben auf BMX-Rädern. Also seien Sie gespannt, Olympia 2008 ist da wirklich sehr gespickt mit vielen neuen Highlights, Lücke. Aber die Frage ist natürlich, wo wird das übertragen? Wie kann ich das sehen? Denn China ist ja nicht gerade um die Ecke. Nein, also das Ganze wird ein riesiges Medienspektakel werden. Und es sind sage und schreibe 7 HDTV-Kameras im Einsatz, Alex. Also ich lege nur eins drauf. Es sind insgesamt 700. Also bei jeder Sportart sind bestimmt mindestens 7 mit dabei, aber über 700 HDTV-Kameras werden mit aufgestellt. Und das Tolle in Peking ist natürlich auch, dass man überall live dabei sehen kann. Der HD Vision ist HD Ready. Wir haben den Digicorder HDS2. Also wenn es dann um HDTV geht, dann sind die Geräte natürlich vorneweg. Dann können wir Ihnen die beste Bild- und Tonqualität anbieten. Mhm.
Ja, HD ist ja 5-mal schärfer als das normale Fernsehen. Ja. Und es gibt einige HD-Sender schon, die man über Digitalsat empfangen kann, unter anderem Anixe HD. Und die werden, Achtung, aufgepasst, die übertragen vom 9. bis zum 24. August täglich um 19.45 Uhr. Ja, viele der Sportarten unter anderem werden dabei sein, Mountainbiking, Reiten zum Beispiel auch, Bogenschießen, Triathlons, Segeln, Surfen und sogar der Marathon. Mensch, das hört sich doch echt spitzenmäßig an, Alex, oder? Also das hört sich nach einem richtig langen Sportsommer an, den wir da haben werden. Und vor allen Dingen mit dem HD Vision, in der Auflösung macht das natürlich richtig Spaß. Denn der HD Vision hat unter anderem zum Beispiel die Kontrastscheibe, das stellt die Farben noch mal besser dar. Wir haben einen sehr, sehr hohen Blickwinkel, das heißt, Sie können die Couch voll machen mit allen Sportbegeisterten, die können von allen Seiten etwas sehen. Und der Multituner hilft natürlich mit dabei, dass egal welchen Empfang Sie zu Hause haben, Sie auf jeden Fall ein Bild haben, denn der HD Vision kann SAT, DVB-T, Kabelfernsehen und normales Fernsehen empfangen, also wirklich enorm. Also da ist für jeden was dabei. Farbbrillanz und Tiefenschärfe, klasse. Das, was man braucht, diese tollen Sportereignisse wirklich im Detail mit zu verfolgen. So, das hast du, also mit dem allen hast du, das hast du jetzt alles sehr schön gesagt, aber Alex, das reicht mir noch nicht. Das reicht nicht? Nein. Also du hast die ganzen Übertragungen, du hast die beste Bildqualität zu Hause. Was will man mehr? Alex, zu Hause bin ich ja dafür gerüstet. Aber ich bin doch nicht immer zu Hause. Ah, du bist nicht immer zu Hause. Ja, und was mache ich dann? Ich will auch unterwegs die Olympiade live mitverfolgen. Also, Silke möchte gerne unterwegs die Olympiade live mitverfolgen. Wie machen wir das? Dann geben wir doch einfach einen Fernseher in die Hand. Wie wär's damit? Okay. Da ist er nämlich, unser Technimax aus dem Hause Technisat. Und zwar ein mobiler DVB-T-Empfänger. Er hat sagenhafte 4,3 Zoll Displaygröße. Das ist enorm. Und vor allen Dingen, Sie können damit natürlich nicht nur die DVB-T-Programme empfangen. Ach, schauen Sie mal da, die Silke. Nein, Sie können sich auch Fotos darauf anschauen. Sie haben die Möglichkeit, Musik darüber zu hören, sich Videos drauf zu laden. Er hat einen internen Speicher von 2 GB und 148 Gramm, habe ich gerade noch mal nachgelesen, wiegt das Schätzchen. Ja. Und du kannst 3,5 Stunden damit schauen. Also bin ich auch unterwegs bestens gewappnet und gerüstet. Und das Beste ist, Alex, damit er mir nicht verkratzt, ich mache jetzt mal gerade die Antenne rein. Gibt's, ne? Einmal anstecken, genau. Zack, so, gibt es dieses tolle Softcase mit dazu. Da mache ich mal fluppdiwupp, zeige ich mal, ist auch im Lieferumfang enthalten. So, und weg ist er. Und nichts zerkratzt. Ja, und die 150 Gramm kann man sich jetzt natürlich in jede Sporttasche, in jede Handtasche mit dazu tun. Der Akku, der eingebaut ist, hält 3,5 Stunden. Das finde ich enorm, denn der ist nicht nur sehr, sehr, sehr groß, der ist auch sehr flach gearbeitet. Und was ich witzig finde, ist der Lieferumfang von Technisat, denn das ist enorm. Das kennt man normalerweise gar nicht, wenn man so ein Multimedia-Gerät bekommt. Technisat denkt an alles und im Lieferumfang sagt, du hast alles da stehen. Ist alles dabei, was man braucht für zu Hause, denn es geht ja darum, dass ich meine Musik auch aufspielen kann. Dann auch die Bilder natürlich, dafür ist das USB-Kabel mit dabei. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du die Übertragung auch mal für dich genießen möchtest. Das geht natürlich am besten mit den mitgelieferten Kopfhörern. Ja, die haben wir, ich zeige dir jetzt mal ganz kurz, die haben wir hier. Einfach einstecken. Sollen wir die auch mal einstecken? Nee, brauchen wir jetzt nicht, oder? Nein, aber übrigens mit DVB-T, das ist ja die Empfangsmöglichkeit beim Technimax. Silke, da können wir in über 85% von Deutschland von der Fläche her DVB-T empfangen. Und das Beste, Alex, ohne zusätzliche Kosten. Das ist richtig, DVB-T ist kostenfrei. Und das Tolle für uns natürlich, wir können über 20 Kanäle empfangen. Und das natürlich im öffentlich-rechtlichen und im privaten Bereich. Welche Fernsehprogramme gibt es denn? Also ARD und ZDF, die sind während der Olympischen Spiele hautnah dabei, habe ich gelesen. Und im täglichen Wechsel berichten das Erste und ZDF von 2 Uhr bis 19.45 Uhr aus China. Das bedeutet, die Öffentlich-Rechtlichen wollen, also Wahnsinn, 300 TV-Stunden alleine für das Hauptprogramm produzieren. Hammer, oder? Und viele helfende Hände sind da wirklich unterwegs. Produktionsleiter, Kameramänner, Tontechniker, Regisseure, Redakteure, Cutter und vieles, vieles mehr. Von circa 400 Mitarbeitern ist die Rede. Also ich finde das Wahnsinn. Und zusätzlich zu den Weltbildern wollen beide Anstalten mit 30 eigenen Kameras exklusive Beiträge erstellen. Also ein riesiges, aber auch wunderschönes Medienspektakel, Alex. Das ist auf jeden Fall. Also möchte man auf gar keinen Fall verpassen. Wir können mit Technisat für die passenden Produkte sorgen, dass man da nichts, dass einem da nichts entgeht. Weißt du, worauf ich mich besonders freue? Auf was denn? Auf Freitag, den 8. August. Denn da überträgt die ARD die Eröffnungsfeier.
Das ist richtig. Das ist wirklich das erste große Highlight und dann geht's los. ARD und ZDF bemühen sich da sehr. Selbst die Entscheidungen natürlich auch am 24. August, wenn das Ganze zu Ende geht, wird natürlich auch übertragen. Und da geht es dann zum Beispiel auch um Handball, Basketball und Wasserball bei den Männern. Und das Tolle ist halt, mit dem hochauflösenden Fernsehen, was wir jetzt haben, können wir dann natürlich auch auf dem Digicorder HDS2 zum Beispiel auch alles aufzeichnen, falls wir mal ein Programm verpassen sollten, denn es gibt ja auch immer noch mal private Termine. Ja, die gibt es. Aber ARD und ZDF sind natürlich nicht die einzigen, die das übertragen. Es gibt ja noch wesentlich mehr Sender. Die da wären zum Beispiel? Also der ZDF-Infokanal zum Beispiel. Den ZDF-Doku-Kanal, ne? Genau. Dann haben wir noch 1+. Das sind übrigens auch Fernsehsender, die man über DVB-T empfangen kann. 1Festival war noch dabei, glaube ich. Genau, 1Festival. Dann, ich habe mir so viel Informationen natürlich auch zur Olympiade aufgeschrieben. Also allein halt, was man in den ganzen Bereichen empfangen kann. Die Aachener werden sich freuen, denn die sind auch komplett abgedeckt. Das geht darum, einfach wirklich über 85% der Fläche sind mit DVB-T abgedeckt in Deutschland. Mhm. Und das heißt, über 90% der Bevölkerung können jetzt schon digitales Fernsehen mobil unterwegs genießen. Und jeder Fernsehsender überträgt ja andere Sportarten, ne? Also das ist richtig. Also die teilen sich das auf, diese ganzen 300 Sendestunden, die du schon erwähnt hattest. Ja. Das ist so, man muss halt schauen, die verschiedenen Sender übertragen dann halt auch verschiedene Sportarten. Und das ist zum Beispiel 1Festival kann ich zum Beispiel jetzt schon mal sagen. Also 1Festival zeigt Basketball, Rad, Hockey, Beachvolleyball und ich glaube, es war noch Ringen. Oh nein, bitte nicht. Du hast auch Kickboxen gemacht. Ja. Ah. Aber was ganz wichtig ist, zum Beispiel auch der ZDF-Doku-Kanal, der überträgt dann zum Beispiel Frauenfußball, finde ich auch sehr interessant. Die Damen sind da richtig ganz weit vorne. Da können sich die Männer noch einiges abgucken. Die haben Spielzüge, da träumen die Jungs von. Ah, die Jungs legen nach, das haben wir schon bei der EM gesehen. Also Badminton. Frauen sind ja Fußballweltmeister. Ich wollte es nur noch mal kurz sagen. Von irgendjemandem müssen die das ja gelernt haben. Oh Gott. Also die Trainerin ist eine Frau. Die ist klasse. Also Respekt, die Frauenmannschaft, wie die spielen. Also wow, echt klasse. Also meine Freundin, ich habe auch mitgeguckt und war wirklich ganz tolles Fußball, wie ich mal gesehen habe. Ja. Aber Fußball ist nicht das Einzige, sondern Badminton ist noch mit dabei. Kunst und Turmspringen ist natürlich mit dabei. Und was nicht fehlen darf, Frauenhandball. Ja, ja, die Männer, die sind ja auch, die gucke ich auch sehr gerne. Also wir können uns darauf freuen, die deutschen Sportler sind wirklich klasse. Fechten ist auch nicht zu vergessen, das wird auch noch gezeigt. Also ich freue mich auch wirklich auf diese BMX-Räder. Also ich bin mal gespannt, auch gerade bei diesen ganzen neuen Sportarten, die dabei sind. Hattest du früher ein BMX-Rad? Ja, habe ich. Das habe ich mir sogar selbst zusammengeschraubt. Ach was. Und hat gehalten? Ja, mindestens eine Woche, dann ist es durchgebrochen. Es war vielleicht nicht ganz so tauglich für BMX, aber ich bin BMX damit gefahren. Immerhin unerlebt noch. Auf jeden Fall. So, nochmal die Frage, was, wo und wie kann man überall jetzt nochmal DVB-T empfangen? Also wir brauchen eigentlich wirklich nur unseren süßen kleinen, ich halte ihn einfach nochmal in die Kamera, Technimax. Genau, der Technimax hat einen integrierten DVB-T-Empfänger. Er sucht die Kanäle von alleine heraus. Wir haben wirklich dieses große 4,3 Zoll Display und vor allem siehst du auch die Farben. Du bist total toll getroffen, tolle Farben, scharfe Bilder. Das ist auch ein tolles Kleid gewesen, sehe ich gerade. Ja. Also Sie können sich auch Fotos machen, das ist wirklich ein Multimedia-Talent. Radio hören kann man natürlich auch darüber. Die Kanäle nochmal beim DVB-T sucht er sich von alleine. Ich glaube, da haben wir auch schon eine Sportlerin gesehen gehabt. Aber wir gucken uns gleich nochmal an. Die Nina. Und dann ist bei dem Technimax ist man überall mit dabei und kann sich dann genau diese Übertragungen anschauen. Nochmal ganz kurz, es gibt über 30 Sender mittlerweile. Gerade die Berliner wissen das, DVB-T und Digitalsat sind da die einzigen Möglichkeiten, um Fernsehen zu schauen. Ja. Und das geht natürlich auch. DVB-T wird einfach das Format der Zukunft sein. Und mit dem Technimax haben Sie das natürlich überall am Arbeitsplatz oder natürlich auch unterwegs im Auto. Viele haben im Moment auch noch Urlaub. Und ich finde es auch immer praktisch. Ich meine, ich habe selber Kinder. Den Technimax, den kann man mal super den Kindern in die Hand geben zum Fernsehen schauen. Und die sind ruhig hinten. Also ich bin immer noch begeistert von der Dia-Show. Also es ist wirklich ein Multimedia-Talent und die Kinder ruhig zu stellen mit Fernsehen ist, glaube ich, am einfachsten. Es gibt natürlich auch Kindersender, so wie Kika. Sollte man ja, ich bin ja ein Feind davon, Kinder so ruhig zu stellen. Aber im Auto, mein Gott, wenn man mal im Stau steht, ist das völlig in Ordnung. Natürlich, es gibt auch so tolle Kindersendungen, die man drüber empfangen kann. Und natürlich werden sich ARD und ZDF auch Mühe geben, im Kinderbereich auch da die Olympiade aufzuarbeiten, dass die kleinen Kids auch verstehen, was da gerade in China so los ist. Ich muss jetzt bald nach Berlin beruflich. Wie sieht's da aus? Bin ich dann weg von der Olympiade oder? Nein. Du bist mit dem Technimax bist du live dabei. Also den darfst du auf gar keinen Fall vergessen. Nie. Den habe ich eigentlich immer so in der Hand. Dann kannst du dir sicher sein. Da passiert überhaupt nichts. Ach wunderbar. So, ich habe gehört, Phoenix sendet auch, oder? Das auf jeden Fall. Phoenix, da haben wir auch viele Empfangsmöglichkeiten. Aber was wir bei Phoenix sehen, das erklären wir später noch, oder? Wir haben noch ganz, ganz viele Informationen zur Olympiade. Und vor allen Dingen müssen wir uns ja noch den Digicorder anschauen. Ach Gott, und die Skystar USB H2HDCI. Das ist eine Karte fürs Notebook, für den PC. Aber da müssen Sie sich ein bisschen gedulden. Was er damit alles anstellen kann, das
verraten wir erst nach einer klitzekleinen Pause. Bis gleich.